So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei TKKG Nummer 8, das geheimnisvolle Testament. Eieieiei, wir haben in der letzten Aufnahme, da haben wir, eigentlich nur verloren. Es war eine Aufnahme der völligen Verluste, aber wir haben ja schon das Glöckchen wieder vom alten Kapitän hier, vom, wo wir ja rausgefunden haben, dass das der wahrhaftige Bösewicht ist, den wir zur Strecke bringen müssen. Dann waren die guten Gesellen hier noch so doof und haben einfach noch die, die Karte fallen lassen. Da müssen wir hier unseren Super Malek noch finden und auch diese Schablone bei den Journalien-Leuten hier. Aber wir wollten, glaube ich, erstmal das Glöckchen vorbeibringen beim Pfarrer, wenn ich mich nicht irre. Das machen wir jetzt einfach mal. Guten Tag. Bitteschön. Ach, das erinnert mich an meine Jugend. Solche Glöckchen waren ein beliebtes Andenken an den Ort Elversbingen. Es handelte sich um Nachbildungen seiner berühmten Kirchenglocke. Aber wer erinnert sich heute noch an Elversbingen? Und das war's? Wir haben doch schon alles da rausgefunden drüber, oder? Können wir ihn jetzt nochmal bequatschen deswegen? Oder sagt er uns jetzt immer das Gleiche nur? Liegen auf dem Friedhof hinter der Kapelle viele Berühmtheiten? Haben Sie denn keinen Friedhofsgärtner? Okay, aber ich glaube, das hatten wir halt alles. Toll, jetzt wissen wir, ja, das gehört zu Elversbingen. Super. Hätte auch behalten können, den Ramsch, der Krabbe da. Ach, das bisschen Laubhaken tut mir ganz gut. Wenn ich verhindert bin, bleiben doch meine ehrenamtlichen Helfer. Ich gehe trotzdem noch mal kurz durch. Ansonsten wollten wir ja noch zum Bering hin, oder? Gut, zeigen können wir ihm das jetzt auch nicht mehr. Sind Sie schon lange Pfarrer unserer Gemeinde? Finden Sie den Nebel auch so unheimlich? Ja gut, das hatten wir alles. Oh ja, ich erinnere mich dennoch gut an eine Zeit, als ich in Elversbingen auf der Kanzel stand. Das war eine prächtige Kirche. Nun, Prunk und Ruhm sind vergänglich. Da lobe ich mir meine bescheidene Kapelle. Hat Ihnen Kapitän Bering gebeichtet, dass er mit Bedrohung... Was ist denn mit dem Geburtsort von Lars Bering passiert? Bering ist in Elversbingen aufgewachsen und zog früh in die Welt hinaus. Als er zurückkam, musste er feststellen, dass Elversbingen geflutet worden so. War. So! Der Ort musste Plänen für einen Stausee weichen. Wusste Alle Proteste ich's. Der Bewohner nutzten nichts. Sie wurden umgesiedelt und Elversbingen versank in den Fluten. Wo es einst war, erstreckt sich heute unser See. Hab ich's doch gewusst. Elversbingen, die verlorene Stadt. Wow, konnte ich mich doch noch dran erinnern. Aber ich hab's eigentlich vergessen. Konnte Kapitän Bering gut tauchen? Könnte Kapitän Bering seinen Schatz in ihrer Kapelle versteckt haben? Oh ja, sogar noch bis ins Alter. Er kannte den Besitzer einer Yacht und ließ sich das Schiff gerne aus. Dann fuhr er raus auf den See und tauchte. Natürlich war ihm das nicht mehr möglich, als es mit ihm zu Ende ging. Aha. Na, da sind doch ein paar Bausteine schon zu finden. Ob uns vielleicht da direkt auch der Sohn jetzt was zu sagen kann? Wir gehen hier nochmal einen Durchlauf durch. Hi. Waren Sie kürzlich mal wieder bei Frau Seidlitz? Gibt es bei Ihnen auch exotische Tierprodukte zu kaufen? Was? Exotische Tierprodukte? Was? Waren Sie kürzlich... Ach, das hat sowieso keinen Zweck. Wenn jemand das Vermächtnis meines Großonkels findet, dann ihr.
Ja, hier einfach so siebenbeinige Kakerlaken. Einfach so ausgestopft. Was ist das denn? Furchtbares. Ein Gag, der auf keiner Party fehlen sollte. Ja, so sieht's aus. Hey, was für ein Heidenspaß. Juppaidi. Gleich spielen wir noch Looping Louis. Waren Sie kürzlich mal wieder? Gibt es bei Ihnen auch exotische Tierprodukte zu kaufen? Du meinst ausgestopfte Papageien, Schlangenpulver und so ein Zeug? Nein, sowas finde ich barbarisch. Warum sollte es das auch in einem Scherzartikelladen zu kaufen geben? Warum soll es da so Krokodilsleder und sowas geben? Das ist ja furchtbar. Was würden Sie sagen, wenn es sich beim Schatz nur um Plunder- oder Schmuggelware handelt? Ja, was jetzt? Plunder- oder Schmuggelware? War Ihr Großonkel rachsüchtig? Was würden Sie sagen, wenn es sich beim Plunder mag man einem alten, sentimentalen Herrn noch zugestehen, aber Schmuggelware? Warum sollte mein Großonkel zugeben, ein Schmuggler gewesen zu sein? Er liebte Schabernack, aber das macht keinen Sinn. Komm, der Karl, der ist doch so ein Witzbold, der kann das doch bestimmt mitnehmen. Diesen Juck sollte man sich nur mit Leuten erlauben, die wirklich Spaß verstehen. Was würden Sie sagen? War Ihr Großonkel rachsüchtig? Ja, Richtig zornig habe ich ihn nie erlebt. Gerade seine Gelassenheit war gefürchtet. Er wartete einfach ab, bis sich ihm eine Gelegenheit zur Revanche bot. Aber ob da nicht doch noch mehr dahinter steckt, dass der... Vielleicht, ob der wirklich so ein eisblütiger, eiskalter Geschäftsmann war? Und wirklich auch so mit involviert war in die Robbenfängerei und so? Oder ob der gezwungen wurde? Haben Sie schon einmal von einer Währung namens Moyer gehört? Haben Sie als Horrorfan keine Angst, dass Ihr Onkel als Geist aus seinem Grab steigt? Was, wieso? Horrorfilmgucker sind doch jetzt keine, nicht zwangsweise senile Menschen. Gut, da ist vielleicht eine Deckmenge, die es da gibt, aber, ja. Haben Sie vielleicht auch während oder nach dem Genuss von Horrorfilmen, dass dann der Grad der senilen Menschen doch vielleicht potenziell wächst, je nachdem, wie viele Horrorfilme man konsumiert hat. Da mache ich mal eine Statistik auf. Könnt ihr demnächst alles im Katapult-Magazin nachlesen. Haben Sie schon einmal von einer Währung namens Moyer gehört? Moyer? Bist du sicher, dass du eine Währung meinst? Onkel Lars soll in seiner Jugend eine Frau dieses Namens gekannt haben. Aber Geld? Nein. Aber wie kommt man denn, kommen die denn auf Moyer? Das weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, das habe ich überhört. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Komm, Willi, der ist doch so ein Witzbold. Der kann das doch bestimmt mitnehmen. Es zischt und erfrischt mehr als lieb ist. Dem armen Opfer ist alle Aufmerksamkeit garantiert. Ah, dann nicht. Haben Sie als Horrorfan keine Angst, dass Ihr Onkel als Geist aus seinem Grab steigt? Um uns dann alle mit einem Entermesser umzubringen? Gut, dass sich Lars Behring so nah nun auch wieder nicht stand. Sonst wäre deine Frage ziemlich daneben. Da lacht sogar der Teufel mit. Das ist ja ein Jux.
Kannte Ihr Großonkel das Washingtoner Artenschutzübereinkommen? Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen? Das hast du dir doch ausgedacht, Gabi. Wissen Sie, welche Fracht Ihr Großonkel in erster Linie beförderte? Eine Zeit lang hat er Passagiere über den großen Teich geschippert, aber das war nicht sein Ding. Am liebsten hatte er Ladungen, zu denen er im Hafen nicht "Beehren Sie uns bald wieder" sagen musste. Ja, das war dann ja sowieso nicht so bei der Art von... An den Fragen merkt man das schon. Gabi ist doch so ein Witzbold, die kann das doch bestimmt hier mitnehmen. Einfach in Wasser schütten, einen Moment abwarten und schwupps gibt es eine große Sauerei. Wohl nicht. Wissen Sie, welche Kannte Ihr Großonkel das Washingtoner Artenschutzübereinkommen? Washington? Das ist die Hauptstadt der USA, nicht wahr? Artenschutz? Tut mir leid, die einzigen Tiere, die der alte Seebär an Bord schätzte, waren die Schiffsratten. Hat er wahrscheinlich auch ausgestoppt. Die liegt hier noch drin. Hier. Das ist aber so ein nettes Weihnachtsgeschenk. Gut, okay. So viel rausbekommen haben wir da nicht. Ich glaube, wir kommen da ohne diese Schablone, kommen wir da auch noch nicht so wirklich weiter. Sollen wir es im Verlagshaus hier nochmal probieren? Also, oder hier in diesem Bungalow, wo die Presse da auch ist? Komm, das machen wir mal. Ob die vielleicht da aufzutreiben sind? Okay, auf das Schild können wir nicht drücken. In der Mensa vielleicht gleich. Nein, jetzt kommt die Fliege hier doch gewiss gleich wieder, oder? Wohl nicht, okay. Ich will jetzt auch, glaube ich, nicht nochmal jedes Stockwerk durchgehen. Wir fahren mal gleich bis zum vierten. Flitter und Fang, Topich Tieselmann, guten Tag. Keiner da? Niemand? Wirklich nicht? Flitter und Fang, Topich Tieselmann, guten Tag, was kann ich... Ob die anderen da noch da sind, die anderen Leute? Glaube ich ja nicht dran, ehrlich gesagt. Der sagt auch gar nichts mehr, der Tim. Was ist denn los mit dir? Ja, ich erschrecke mich immer vor dem. Okay, gut, das war jetzt nicht sehr ergiebig. Wir probieren es mal noch mit den anderen. Hier ist keiner. Sogar diese Fliege ist nicht mehr da. Flitter und Fang, Topich Tieselmann, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Da sagt echt keiner mehr was. Das ist ja echt suspekt. Aber ich gehe jetzt trotzdem mit allen nochmal durch. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass das was bringt, aber naja.
Flitter und Fang, Turfisch Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Bestimmt befindet sich unsere Schablone hinter dieser Tür. Also mir reicht's. Falls ich Glück habe, klemmt sie bloß. Los geht's! Wenn ich mal so ganz zufällig mein Gewicht Richtung Tür verlagere. Oh, Benjamin! Die schöne Tür! Nein! Guten Tag. Was von wegen Redaktion. Alles nur Tarnung. Paula Tuffig-Tieselmann und Egbert Fischer sind keine Reporter. Wahrscheinlich denken sie, dass neugierige Journalisten leichter an Auskünfte gelangen als andere Fragensteller. Flitter und Fang, Tuffig Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Alles, um an den Schatz zu kommen. Das sind die Bankräuber aus Katjas Geheimnis. Die wohnen hier. Das sind ja echte Verkleidungskünstler. Flitter und Fang, Tuffig Tieselmann. Keine Schablone zu sehen. Die beiden Gauner haben sie bestimmt bei sich. Wir müssen herausbekommen, wo sie stecken. Männliche Seeräuber vor rund 300 Jahren. Gab es nicht nur männliche Seeräuber? Ah, okay. Vor rund 300 Jahren fuhren Mary Read und Anne Bonney als Piratinnen zur See. Getarnt mit kurzen Haaren und Männerhosen. Ihre sagenhafte Nachfolgerin Bernadette de Moyer sah im vorigen Jahrhundert schon viel selbstbewusster auf. Die meisten Experten sehen in ihr einen Robin Hood der Meere. Sie habe sogar ein Eiland besessen. Sie schmolz das erbeutete Gold ein und prägte damit die Inselwährung für alle Armen, denen sie Zuflucht gewährte. Den Moyer-Taler. Das behauptete Zeitzeuge Lars Bering, seines Zeichens Kapitän und Alkoholiker. Was? Als de Moyer hingerichtet wurde, blieb die Suche nach den angeblichen Vermögen jedoch ohne Ergebnis. Sollte das Geld je auftauchen, wäre es für Münzsammler und Historiker von unermesslichem Wert. Aha. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Wissenschaftsjournal, das hier gesagt wird, Kapitän und Alkoholiker. Soll damit durch die Blume gesagt werden, dass das keine vertrauenswürdigen Quellen sind? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Paula Tuffig-Tieselmann alias Hera Stark und Egbert Fischer alias Robert von Grimmelsbach. Tja, wenn Betrüger reisen. Die werden sich schon so manche Gaunereien geleistet haben. Kaum haben sie vom Schatz des Kapitäns Wind bekommen, träumen sie vom Coup ihres Lebens. Nein, was für Flitter und Gauner. Fang, Tuffig Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Flitter und Fang, Tuffig Tieselmann, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Aber machen können wir hier sonst auch nichts mehr, ne? Flitter und Fang, Tuffig Tieselmann, guten Tag. Ja, ich kann nix für dich tun. Sind die jetzt vielleicht in der Mensa? Da sind sie! Da sind sie! Ich meine, hey, hallo, guten Tag. Ah, unser Schwindlerpärchen. Charmant wie eh und je. Hey, sie haben die Schablone dabei. Was soll das überhaupt heißen? Nichtraucherecke. Ich rauche, wann und wo es mir passt, Basta. Aber sicher, Liebchen. Ich war nur ein klitzekleines bisschen um deinen wundervollen Teint besorgt. Nichts für ungut. Bald wollen die das ja überall verbieten. Muss man sich mal vorstellen, das Spiel stammt noch aus einer Zeit, wo man in gastronomischen Betrieben noch rauchen durfte. Das ist ja der schiere Wahnsinn. Was ist das denn hier? So nah und doch so fern. Können wir vielleicht? Hier ist das große Wasserglas. Hallo, Herr Bering.